Hallo zusammen. Jetzt sind wir bei dem zweiten Teil von Adverbien. Wir haben bereits gesehen zwei Arten sozusagen, wie man Adverbien formt. Hier sehen wir die anderen möglichen Bildungsarten. Hier erstens haben wir ein paar Adjektiven, die mit ant oder mit ent enden. Hier bilden wir diese Adjektiven als Adverbien so. Also zum Beispiel, wenn wir ant haben, dann das muss entfernt sein und dann haben wir ein amment und man spricht das als amant aus. Oder wenn wir ent haben, dann ist es e-m-ent. Das können wir jetzt anhand zwei Beispiele sehen. Wir haben das Adjektiv elegant. Elegant auf Französisch, es bedeutet elegant auf Deutsch. Elegant. Wie bildet man das? Also wir haben hier ant und die Regel sagt für ant amant. A-M-M-E-N-T. Elegant. Wir haben hier ein anderes Adjektiv, das ist evident. Evident bedeutet offensichtlich. Bildet man das als Adverb so. Mit E-M-M-E-N-T. Also ich weiß, beim Aussprechen, es macht keinen Unterschied, also es ist ja am Ende amant, elegamment und évidemment, aber sehr wichtig beim Schreiben, dass ihr das bemerkt, ob man ein E oder ein A schreiben kann, weil ja, hier werden ein paar Punktabzüge kommen, was ja natürlich, was gar nicht so gut ist. Deswegen wichtig zu bemerken, ob es ein ENT oder ein ANT am Ende ist. Und hier haben wir évidemment als Adverb. Wir können jetzt ein Beispiel im Satz sehen. C'est évidemment un bâtiment public. Also laut Definition von Adverbien, die können auch also Namen beschreiben und hier, die können auch, Sätze beschreiben und hier dieser Adverb beschreibt diesen Satz, diese Tatsache, dass es ein öffentliches Gebäude ist. Also Besetzung ist, das ist offensichtlich ein öffentliches Gebäude. C'est évidemment un bâtiment public. Ich hoffe, dass es klar war. Jetzt gehen wir aber zu anderen Adverbien, die besonders sind, für die es gar keine Regel gibt, die man aber auf Französisch gern benutzt. Deswegen muss hier diese Adverbien auswendig lernen. Wir fangen an mit dem Adjektiv bon. Bon, das bedeutet gut. Als Adverb formt man das als bien. Also bien. Wir haben mauvais zum Beispiel, bedeutet schlecht. Als Adverb ist mal. Mal. J'ai mal fait mes exercices. Ich habe meine Aufgaben schlecht gemacht. J'ai mal fait mes exercices. Rapid bedeutet schnell. Hier könnte man das normal bilden, rapidement, weibliche Form E, dann M, E, N, T. Oder könnte man auch vite benutzen. Hier habt ihr die Wahl, aber am einfachsten wäre rapidement zu machen. Wir haben Adjektiv gentil, das bedeutet freundlich oder nett. Gentiment, also diese L ist gelöscht, also kein L mehr. Und dann haben wir gentiment. Diese sind Ausnahmen, die ihr auswendig lernen müsst. Es gibt natürlich andere Ausnahmen, aber diese vier Ausnahmen sind ja meiner Meinung nach die wichtigsten. Jetzt, wir können zwei Beispiele im Satz sehen. Erstens, les garçons ont bien travaillé. Les garçons ont bien travaillé. Die Jungs haben gut gearbeitet. Die Jungs haben gut gearbeitet. Gut, bien. Zweites Beispiel. Le colis est vite arrivé. Le colis est vite arrivé. Das Paket ist schnell angekommen. Schnell von vite und das ist ein Adverb. Also, wir haben gesehen, wie man Adverbien anhand von Adjektiven bildet. Wir haben auch gesehen, wozu helfen uns die Adverbien in französischer Sprache. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und ciao, ciao.